Herr Günther, Heimspiel in Gänsefüßchen. Können Sie vielleicht ein paar Worte dazu sagen, wieso Ihre Heimspiele auf diesem schwierigen Platz von Ölbronn-Dürn stattfinden? Ja, unser Spielfeld hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen, wird komplett rund erneuert. Die ganze Anlage, das Hauptspielfeld, auch das Trainingsfeld, das ist bereits beendet. Da können wir schon drauf trainieren, aber Fußball spielen, also Heimspiele austragen, können wir noch nicht. Deshalb werden wir die ganze Saison 16/17 hier in Dürn spielen und sind froh eigentlich, dass die SG Ölbronn Dürn hier ein guter Partner ist und uns den Platz zur Verfügung stellt. Trotzdem waren aus spielerischer Sicht viele heute mit dem Platz unzufrieden. Wie sehen Sie es? Ja, ich weiß, dass die Platzverhältnisse sehr schwer sind derzeit und eigentlich ein gepflegtes Fußballspiel fast gar nicht zulassen. Das wird sich aber auch nicht mehr ändern in absehbarer Zeit, denke ich mal. Und wenn wir ganz ehrlich sind, deshalb wird ja der Platz neu gemacht. Der war ja im Endeffekt in einem ähnlichen Zustand. Also streng genommen müsste man sagen, man ist zumindest gewohnt. Aber klar haben wir auch eine Mannschaft, die eigentlich mehr vom spielerischen Element lebt. Sehr viele junge Spieler, sehr viel eigentlich gute Fußballer. Aber hier auf dem Gelände kommt uns das dann nicht so entgegen, weil der Boden einfach tief ist, weil es oft auf Kampf rausläuft und Zweikämpfe. Und eigentlich mehr zumeist zu einem sogenannten dreckigen Spiel kommt. Und deshalb jammern die Jungs da manchmal. Auf der anderen Seite sage ich, die Bedingungen sind, wie sie sind. Beide Mannschaften müssen da drauf spielen und dann muss man das Beste draus machen. Was für ein Spiel haben Sie heute erlebt? Eine kurze Spielanalyse. Ich habe leider wie so oft erlebt, dass meine Jungs die Anfangsphase verschlafen haben und die Zweikämpfe, wie gesagt, die man hier führen muss, nicht angenommen haben. Immer einen Schritt zu spät waren, geistig auch nicht irgendwie auf der Höhe. Und deshalb fand ich, sind wir auch natürlich durch den Standard, aber trotz allem vom Gesamtspielverlauf in der ersten Halbzeit nicht unverdient in Rückstand geraten, sind dann sogar zu dem Zeitpunkt eigentlich kurz vor der Halbzeit dann glücklich zum Ausgleich gekommen, den wir uns dann aber in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, auch redlich verdient haben. Natürlich steht es immer spitz auf Knopf, es gibt immer Möglichkeiten für beide Seiten, aber ich denke, wir hatten in der zweiten Halbzeit dann mehr Spielanteile, das was Büchenbronn vielleicht in der ersten Halbzeit hatte. Von daher denke ich, geht es unentschieden auch in Ordnung. Natürlich, wir hatten noch zwei Großchancen, da will man immer, dass die reingehen, aber das klappt halt nicht jeden Spieltag. Von daher denke ich, bleibt uns auch nichts anderes übrig, aber wir können mit dem Punkt leben. Angesichts der Tabellensituation, gibt es Grund zur Hoffnung, dass sich das bald ändert? Ja, die Hoffnung sollte man auf jeden Fall haben, sonst ist man im Abstiegskampf irgendwo fehl am Platze. Aber ich denke mit Sicherheit, wer sieht, die Liga ist so ausgeglichen. Wir fahren nächste Woche zum Tabellenletzten nach Greffenhausen und das ist halt alles andere als ein Selbstläufer. Und genauso umgekehrt kann man aber auch zurzeit beim Tabellenfünften, Sechsten spielen und geht da auch nicht als absoluter Außenseiter in die Partie. Von daher denke ich, müssen wir weiter arbeiten, weiter hart trainieren und dann bin ich eigentlich auch guter Dinge. Wir haben mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir haben jetzt auch wieder nur einen Punkt geholt, aber trotz allem kann man es natürlich auch positiv sehen, dass wir nach einer Durststrecke jetzt schon zum vierten Mal ungeschlagen geblieben sind in unserer Situation. Klar, mit einem Punktgewinn kommt man nicht weiter, aber man hat zumindest die Gewissheit, dass der Gegner, der heute mit der gleichen Punktzahl angereist ist, im Endeffekt auch nicht irgendwo Abstand gewinnen konnte, sondern immer noch in Reichweite ist. Aber klar, unterm Strich braucht man irgendwann die Dreier, damit man sich mal irgendwo unten lösen kann. Das ist kein Thema. Aber ich denke, wenn wir weiter ehrgeizig dabei sind, und das sind wir sind sehr jung, da fehlt eine gewisse Erfahrung, aber die Jungs sind willig und sie sind da jetzt auch, lassen sich auch durch die schwierige Tabellensituation nicht beirren. Und dann denke ich, dann wird es eigentlich auch belohnt. Ihr nächster Gegner, Sie haben es angesprochen, Gräfenhausen. Was wird das für ein Spiel? Was meinen Sie? Das wird wieder eine Kopie vom heutigen Spiel, weil ich denke, die Platzverhältnisse, das ist ein sehr kleiner Platz. Der Platz an sich wird auch ganz normal zu dieser Jahreszeit auch nicht in einem sehr guten Zustand sein. Von daher denke ich, dass uns ein Kampfspiel erwartet, wie es die letzten Wochen immer war. Und deshalb sage ich, gibt es da auch nicht wirklich einen Favoriten, auch wenn manche jetzt da auf die Tabelle schauen vielleicht und dann automatisch sagen, die haben erst 6 Punkte, glaube ich, und sind irgendwo abgeschlagen. Deshalb könnte das eine klare Sache werden. Das kann es werden, aber das muss es nicht werden. Da muss man was dafür tun. Und deshalb erwarte ich ein Kampfspiel und hoffe, dass meine Jungs die richtige Einstellung mitbringen.
Herr Günther, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Gerne. Dankeschön.